Hier. 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 Was ist hier los? Hier ist Berlin. Hier wache ich jeden Morgen total erholt auf. Hier laufe ich jetzt immer los. Und hier komme ich dann immer wieder zurück. Hier genieße ich am Abend Suppe und Bier. Hier schwitze ich jetzt immer auf der Rolle. Aber bei der Aussicht ist es eigentlich kein Problem. Hier fahre ich jetzt immer mit dem Fahrstuhl rum. Hier steige ich dann wieder aus. Hier steige ich dann immer in die Bahn ein. Und hier wieder aus. Hier genieße ich eine Möhre und sehe dabei nachdenklich aus dem Fenster. Hier genieße ich jeden Morgen meinen Haferschleim und schaue dabei nachdenklich aus dem Fenster. Hier gehe ich jetzt immer schwimmen. Hier mache ich immer Black Roll. Hier hat jemand das Haar vergessen. Ja, hallo liebe Triadis und willkommen in Berlin. Was ist hier los? Also was hier los ist, das ist irgendwie schwer zusammenzufassen. Das Wichtigste ist erstmal, ich habe natürlich ganz schon so 6 bis 8 Filme in der letzten Zeit hochgeladen, seit meinem letzten Video. Allerdings ist das hier mit dem Internet sehr schwierig. Dazu auch gleich meine erste Anekdote. Ich habe mich natürlich informiert, wo in Berlin kann ich dieses Internet bekommen? Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Und da wurde mir gesagt, ich soll doch nach Königs Wusterhausen fahren. In Königs Wusterhausen, das ist eine kleinere Stadt südlich von Berlin, da gibt es dieses Internet. Kann ich dort direkt mitnehmen. Fahre ich also extra nach Königs Wusterhausen, um dieses Internet abzuholen, um mit nach Hause zu nehmen. Und dann ist es passiert. Zum ersten Mal wurde ich auf der Straße erkannt. Einfach so. Spontan sprach mich einer an. Hey, du bist doch Triabi. Und ich sagte, irgendwie aufregend. Ja genau, ich bin Triabi. Danach, in dem Laden, wo es dieses Internet geben sollte, haben die gesagt, nee, das gibt's ja gar nicht, das Internet. Das müssen sie schon bestellen. Dann habe ich gesagt, wo soll ich das denn bestellen? Dann meine sie, im Internet. Da habe ich gesagt, okay, ich soll das Internet im Internet bestellen. Dann meine sie, ja, klar. Habe ich bestellt, wurde geliefert, und zwar nach Leipzig. Klar, wenn ich in Berlin Internet bestelle, brauche ich das in Leipzig. So viel zum ersten Kennenlernen mit Berlin und dem Internet hier. Ansonsten finde ich mich hier in einer völlig neuen Lebenssituation. Ich muss nämlich von früh um 8 bis nachmittags um 5, um 6 immer jetzt hier dieses Baby betreuen, und das ist verdammt nochmal anstrengend, zum großen Teil. Das ist natürlich auch irgendwie spannend und schön, aber es ist auch richtig anstrengend und es verlangt verdammt viel Koordination und Planung. Und deswegen ist also jetzt, wie es so früher war, halt irgendwie Nachmittag mal 2 Stunden laufen gehen, oder jetzt denke ich mir, okay, es ist um 11 vormittags, schönes Wetter, kann ich mal noch unter Rad fahren. Und das geht aktuell gar nicht mehr. So dass ich den Sport jetzt wirklich in die wenigen Slots, oder jetzt wie die Aufnahme hier, muss ich einfach sagen, Bibi schläft jetzt, schnell die Kamera anwerfen und die Triabis hier vor dem Bildschirm informieren, was hier los ist. Diese wenigen Slots am Tag muss ich nutzen, also das heißt, Mittagspause muss ich mich immer entscheiden, essen oder auf die Rolle zum Beispiel. Oder dann am Abend eben 18 Uhr nochmal ganz entspannt 2 Stunden laufen, dann Abendbrot essen, dann ins Bett. Also das ist wirklich nicht ganz leicht so aktuell, das den Trainingsplan irgendwie auch mal ansatzweise zu erfüllen. Und auch durch das neue Umfeld und überhaupt Berlin ist natürlich alles ein bisschen anstrengender. Alles ist hier irgendwie so zack, und dann sieht man
in halbnackten Menschen auf dem Alexanderplatz tanzen. Guckt mal kurz weg, dreht sich um, dann sieht man, zack, sieht man jemanden, der irgendwie Dudelsack spielt und dabei auf dem Einrad fährt. Und dann geht man, und dann steigt man in die S-Bahn ein und zack, sieht man jemanden, der einen Handstand macht. Und mit den ganzen Eindrücken muss man auch erstmal klarkommen hier. Also, Berlin ist schon wirklich verdammt anstrengend, auch vom Verkehr her. Fahrradfahren, ich habe jetzt eine Ausfahrt gemacht und mich getraut hier, weil der Verkehr, der frisst einen als Radfahrer hier auf. So dass aktuell wirklich viel, dass es viel darum geht, einfach überhaupt noch irgendwann irgendwie zu trainieren. Alles andere gerade wirklich, also ganz weit hinten steht. Jetzt mal von anderen Hobbys gar nicht zu reden. Wird sich sicherlich ein bisschen einpendeln nach und nach, hoffe ich. Wenn die Tage länger werden, ist man ja auch abends ein bisschen flapsiger. Ist man auch abends einfach ein bisschen flapsiger. Trotzdem habe ich jetzt erstmal gute Aussichten für die Zukunft. Am nächsten Wochenende gehe ich mit dem YouTube-Sören, gehe ich auf die Berliner Fahrradschau. Da werden wir zusammen von dieser Messe, möchte ich jetzt mal nennen, berichten. Verschiedene Firmen sind da anwesend und Hersteller und Produzenten. Und in der Woche nach Ostern haben wir jetzt schon was geplant mit dem Holger, den ich auf meiner ersten Mitteldistanz in Hannover kennengelernt habe. Und zwar möchte ich da testen, wie es ist, mit einem Partner zu trainieren. Aktuell trainiere ich jetzt immer allein, zu 99%. Und da möchte ich auch mal gucken, wie ist das mit einem Partner. So viel also von mir erstmal. Tut mir leid, dass ich hier nicht den, tut mir leid, dass ich gerade nicht den riesen Content veröffentlichen kann. Aber hier geht es einfach gerade drunter und drüber. Seht ihr selber. In diesem Sinne, seid gespannt auf die nächsten Videos. Wenn ihr irgendwie sehen wollt, was ich und wann trainiere und wo, dann folgt mir einfach bei Strava. Da lade ich halt jedes Mal eigentlich ein Training hoch. Da könnt ihr mich eigentlich ganz gut verfolgen, was das Sportliche angeht. Und wenn ich ab und zu einkaufen gehe, ins Einkaufscenter, so, da gibt es auch WLAN. Da schaffe ich es auch mal bei Instagram, so ein Bild hochzuladen zum Beispiel. Kann ich euch also als Ausgleichsmöglichkeiten zum YouTube-Business anbieten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für euer Verständnis. Ich muss jetzt noch schnell auf die Rolle. Ja! Und tschüss! Thank you.